Gleichzeitig muss das Viererchen drehen. Und zwar, die Vier muss drehen. Blau. Ja? Ja, blau und drei rot. Vier blau, drei rot, genau. Es dreht aber nicht. Warum dreht es nicht? Habe ich jetzt was verstellt? Drei ist doch drin. Warum dreht das nicht? Oder sind wir schon im Endstart? Ja, nee, doch. Wir müssen doch... Hä? Warum dreht das jetzt nicht? Ich bin verwirrt. Drei rot, habe ich gesagt, ne? Seit wann kann man Thrusters auch throtteln? Das ist auch mit dem Patch mit den Hupen dazugekommen. Okay, cool. So, jetzt soll's passen. Aber da ja wesentlich mehr Power drauf. Jetzt hier los. Okay, wir müssen den Motor ausmachen. So. Wir brauchen ein bisschen mehr Power, ich hoffe, das ist nicht so viel. So, mein Zug ist fertig! Oh, da hat auch schon was gebraucht, okay. Okay, jetzt müssen wir mal die Frage klären, warum fährt der Zug nicht geradeaus? An was liegt's? Ich glaube, die Dinge berühren noch den Boden, kann das sein? Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, tun sie. Das heißt, wir müssen... Ah, wir haben tatsächlich das um 1. Okay, wir müssen es um 1 verlängern. Das war gar kein Problem. Oh, und hier kommen... Oh, da rammen sie sich überall. Und wir sehen auch hier noch einen Konstruktionsfehler. Die 6 muss sich weiter drehen. Viel, viel weiter. Die 6 und die 5. Die 6 muss ich hier drehen. Und hier drehen. Oh, okay. Und wir müssen das Hauptding... uns mal angucken. Ah, hier seht ihr, die fahren hier schon aus. Hier ist das Problem. Wir können auch einfach sagen, wir versetzen das zeitlich ein bisschen, glaube ich. Macht das Sinn? Nee. Das könnte Sinn machen. Probieren wir es mal. Ob das schon eher hinhaut. Ah, die fahren... Nee. Da müssen wir ja noch mehr zeitlich versetzen. So. Also es lädt schon ordentlich bei mir, ja. Echt? Ja gut, wenn du willst, ich kann einen Streamer rausmachen, kein Ding. Ja, nee, streamen wir zusammen. Passt schon. Ich überlege nur gerade, wie es ist, wenn ich hoste wieder und du wieder bei mir spielst, quasi. Ich glaube, ohne irgendwie abwertend sein zu wollen, dass meine Internetleitung ja besser ist, wie wir festgestellt haben. Und jetzt müssen sie noch einklappen. Was? Jetzt müssen die Räder noch einklappen. Die Funktion ist da, die behindern sich gerade nur. Okay. Ich muss, die vorderen müssen nach vorne drehen, nicht nach hinten, das ist das Problem. Beziehungsweise, ich werde es zeitversetzt alles machen. Wir machen jetzt mal Hardcore-mäßig hier was rein, mal gucken, ob das funktioniert. Passt auf. Jetzt ist das noch weiter auseinander gedreht. Jetzt mal gucken. Wow! Oh, leck mich am Arsch. Was das voll aufdrehen, ist geil. So, siehst du? Ich glaube, dann muss das Rad nochmal von unten hin. Nee, ich sehe gerade gar nichts. Ich trage gerade meine Creation hier zurück. Achso, pass mal auf. Ich muss nur noch die Reifen um 1 runtersetzen. Dann funktioniert's. Okay, cool. Also kannst du dir mal angucken. So steht's jetzt.
so sollte das halt stehen. Hier ist die Lenkung drin und wenn ich halt Gas, wenn ich den Motor anmache, ist sie nur hinten erstmal Antrieb. Wenn ich dir was vorschlagen darf. Ah, jetzt sind sie wieder am Weg. Hä, wieso sind die jetzt falsch gedreht hinten? Das macht hinten gar keinen Sinn. Hinten drehen. Ja, ja, die sollen einklappen wie die anderen. Warum klappen die jetzt? Ach, die klappen zu früh, zu spät ein. Ja. Die sind im Weg. Ich muss da. Warte mal, das. Welche Funktion ist das? Das ist die 5er Funktion. Nee, die 3 und 1 Funktion. Nee. 3 und 4 Option ist es. Okay, muss ich 3 und 4 auch noch delayen? 3 und 4 packen wir mal hier mit rein. Was sagt er? Ich höre euch nicht mehr jetzt auf Mute, falls was ist, anschubsen. Was hat er denn jetzt gemacht? Entschuldigung. Irgendwie. Hä? Wieso hat er jetzt das alles gedreht? Ich habe doch nur 3 und 4 geändert. Habe ich sie falsch rumgesetzt? Das kann durchaus sein, ich Depp. So rum meine ich natürlich. Richtig? Ja! Da macht sich's wieder selbstständig. Und warum auch immer. Ja, so wollte ich's haben. Erst die eindrehen. Was machen die denn? Irgendwas machen sie falsch. Ja, warum drehen die nach innen rein? Das kapiere ich jetzt nicht. Habe ich doch gar nicht verändert. Die 2 und 1 habe ich nicht einmal verändert. Die drehen hoch. Ich glaube, wir müssen hier erstmal prinzipiell alles ändern. Das hat gerade so keinen Wert. Es ist nett, wie es aussieht. Aber ich komme hier zu sehr durcheinander. Wir legen die jetzt erstmal auf Grundstellung. So, was passiert hier hinten? Zack, das ist Grundstellung. So habe ich sie mir vorgestellt, richtig. Das dauert natürlich ein bisschen, ist klar. Dann machen wir Step by Step, wie sie sich denn drehen sollen. Grundstellung. So, jetzt gibt es hier schon ein kleines Grundstellungsproblem. Ich weiß nicht, ob das hier. Die sollen sich natürlich nicht berühren. Lassen wir mal die 4 und die 3 mit Rot und 4 Rot. 4 Rot, 4 Rot. So, 4 rot. 4 ist rot. 3 ist blau. Okay, die sind hier trotzdem. Hier passt. Warum ist die 3 hier schräg? Warum ist die 3 schräg? Die 3 hat 15 Grad. Warum hat die 15 Grad? So, passt. Hey, jetzt hat die 6 auch irgendwie 15 Grad. Was macht denn ihr hier von Blödsinn? Also manchmal spinnen ein bisschen die Controller, habe ich das Gefühl. Man setzt alles auf 0, geht raus und auf einmal ist es nicht mehr auf 0. Achso. Das war ja Absicht. Das sagt nichts. 4 war rot. 4 war rot. So. Das ist natürlich geil. Okay. Das heißt. Das ist der nicht gedrückte Zustand. Das ist der gedrückte Zustand. Ich will eigentlich nicht in. Oh. Da muss ich mal eben rangehen. Ja. Oh, ist das heute nervig.
Wer bist ganz schön krass, krass, wenn dein Vater dran ist. Da. Mein Mikrofon hier wieder an im Stream, im Ström. So, jetzt bin ich natürlich wieder komplett durcheinander hier und raus. Das ist... Okay, jetzt müssen wir uns überlegen. Wie machen wir das? Können wir das nicht einfach drehen? Das geht nicht. Es liegt an der 6 und an der 5. Die 6 und die 5. Hallo? Ich will nicht den Motor, ich will den Controller. 6 und 5. Okay, 6 und 5. Und zwar sollen die... Wir wollen die Lagerposition haben. Das heißt, im Lagerzustand... Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Holz. Eieieiei. Warte mal. 6 ist blau. Okay, 6 und 5. 6 ist blau, haben wir gesagt. Und 5. So. So, jetzt fahren die hier ein. Ein bisschen zu wenig. So, passt doch. Die anderen beiden müssen natürlich hier auf 0 sein. So. Das Ärgerliche ist nur, dass die Dinger jetzt hier... ja, ich weiß nicht, ob ich sie so haben will. Ich will eigentlich die 6 und 5 genauso eingestellt haben wie hier. Das heißt, wir müssen hier was verändern. Die fahren jetzt momentan... Wie fahren sie denn hoch? Die fahren... verkehrt. Das wollen wir schon mal gar nicht haben, verkehrt. Das gefällt mir nicht. Nee, das geht schon mal gar nicht. Eins müssen wir drehen, die Frage ist nur welches. Nach unten ist am besten. Das heißt, das hier ist falsch rum. Warum ist das falsch rum? Oh, echt jetzt? Danke. Okay. Drück mal. So. Das passt. Jetzt muss das in der gleichen Minute, Sekunde, runter. Das heißt, 3 ist blau und 4 ist ebenfalls blau. Na, also wenigstens normale Zahlen. 3 und 4 ist blau. Wenn ich hier so weitermache, bin ich auch bald blau. What? Wieso drehen die sich jetzt mit? Nee, warte mal, das ist wieder ein Gedanke. Oh, schon wieder ein grundlegender falscher Gedanke. Wenn ich doch hier drück, gehen die runter. Wenn ich drück, löse ich doch das hier aus. Eben nicht. Wenn ich drück... Das ist ja schon ausge... Oder doch? Oder doch? Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Wir haben gesagt blau, ne? Dann... Ich mag's gar nicht, aber geht nicht anders. Hä? Will er mich verarschen? Egal, wie ich einstelle. Sag mal, das Ding ist ja voll Alter, bin ich jetzt blöd? Egal, ob ich es hier einstelle oder hier einstelle, es dreht sich. So. Das soll doch beim Auslösen drehen und nicht drehen, wenn ich es einstelle. Jetzt... Hä? Alter! Was ist los? Was ist los mit dem Ding? Ja, super. Jetzt haben wir sie wenigstens gleich. Okay, jetzt sind sie gleich. Wir müssen das jetzt wieder um 180 drehen. Ich verstehe es nicht. Das macht gar keinen Sinn. Okay. Jetzt drehen wir.
Genau in die falsche Richtung, okay. Dann müssen wir. Ah. Oh. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Wie ich es mir denke. So, die müssen sich jetzt einmal um 360 Grad drehen, hoffe ich. Gut, bleib nicht stehen. So, jetzt einmal. Warum dreht er jetzt sich wieder da in die Richtung? Ich war noch nie so verballert. Ich verstehe es gerade echt nicht. Warum? Warum tut ihr mir das an, ihr blöden Dinger? Ja! Nein! Ach so! Vielleicht soll ich mal nicht 180 einstellen, ich Depp. Vielleicht stellen wir mal nur 90 ein. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. Das war klar, dass ich das jetzt in diesem Zustand tun. Okay. So gespannt, was da bei dir rauskommt. Ja, ich auch. Das Blöde ist, ich habe zeitlich schaffe ich es nicht, glaube ich. Wobei mein Vater steht im Stau. Nein, das gehen die hoch. Das ist geil. Tue ich 90 Grad drauf, gehen sie in die falsche Richtung. Tue ich 90 Grad weniger, gehen sie. Ja. Wie viele Sitzplätze soll denn der Zug haben? Also meiner oder deiner? Genau. Deiner? Ja. Wir sind egoistisch, oder? Also zwei. Ja, dafür wird er aber viel zu groß. Also ich habe gedacht, ich habe so an 8 gedacht, plus Fahrer und Beifahrer. Okay, also 10 insgesamt. Ja. Einverstanden. Danke, sehr großzügig. You're welcome. So, das liegt jetzt an den 90 Grad. Die ganze Zeit hatten wir das hier nicht. Also hätte es doch funktioniert, so wie ich gedacht habe. Die gehen einfach in die falsche Richtung. Jetzt drehen wir das Ganze. Oh ja, bitte, 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 bitte. Stehen bleiben. Nein, es bleibt nicht stehen. Jetzt dreht sich wieder in die andere Richtung. Das ist doch Kotzen. Ich wollte mich da verarschen. Jo. Die müssen ja nur 90 Grad in die, also nach hinten. Ich weiß, nach hinten, ja, aber. Aus Neugier, was passiert jetzt? Jetzt sind sie im Endstadion. So sollen sie bleiben, ja. Wenn ich den Knopf drücke, geht das runter. Ja, das ist auch okay. Jetzt müssen doch nur diese Scheißdinger nochmal runter. Warum will das nicht so wie ich? 90 Grad? Nein. Nicht da, okay. Dann da 90 Grad. Aber rot. Jetzt sind die so! Warum? Das gibt's nicht. Ich glaube, da muss man einen Platz mehr. Da sind die Reifen. Runterklappen. Ist grün aktiviert, oder? Knopf. Ja, grün ist an. Ja, und das ist das, was mein Problem ist hier, genau. Wir müssen jetzt das hier so machen, jetzt ist es rot. Jetzt soll die Scheiße nämlich nicht so sein. Ach, die Scheiße bleibt einfach so. Das heißt, wir müssen jetzt. Okay, vielleicht habe ich es jetzt. Wir hätten hier die 180 nehmen sollen. Jetzt ist er der Auszustand. So, war natürlich wieder nur falsch rum. Oh. So, was passiert, wenn wir einen Knopf drücken? Die sollen natürlich runterfahren. Ach so, er muss ja erstmal noch drehen. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, jawohl, die drehen schon mal runter. Ja, so wollte ich es haben. Jetzt müssen nur noch die Dinger hier in die Richtung drehen. Das heißt, blau und
Nee. Ah, das war der Denkfehler. Ja, blau, blau. Alles in blau. Sehr schön. Theoretisch um 370 Grad, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kann das sein, dass ich mich jetzt irre? Das weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja. Ja! Ja! Genauso wollte ich es noch haben. Geht doch. Mann. Kann nicht so schwer sein. Okay. Ah, oh, das ist ein Akt, du, sag ich dir. Ja, glaube ich dir. So, jetzt müssen wir natürlich hier die Reifen verlängern. Damit wir nicht schlittern. So. So. Das gleiche natürlich auch hier hinten. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch richtig dran. So. Testen wir mal eben. Berühre ich den Boden immer noch? Nee, ne? Okay, Boden wird nicht mehr berührt, natürlich nur noch hinten, ne? Das ist ganz klar. Hinten müssen wir jetzt natürlich noch konfigurieren und zwar auf die ähnliche Weise, aber als erstes sollen diese Reifen runtergehen. Das heißt, das ist die Endposition ja momentan. Schalter nicht gedrückt, also 3 rot. Und ich verstehe nicht, warum das immer. Und 4 blau. 3 rot, 4 blau. Okay, 3 rot. Und 4 blau. Das ist okay. Und jetzt lassen wir einfach die 6 und die 5, die sind beide 5 blau, ja, und 6 ist rot. Okay, 5 blau, 5, ne, blau und 6 rot. Okay, das Ganze muss natürlich jetzt noch alles von der Geschwindigkeit hier optimal eingestellt werden. Der ist ein bisschen schneller. Ich mag es langsam, wenn sich was transformiert. Du auch? Ich finde das immer geil, wenn Sachen kommt langsam. Kommt auf die Situation drauf an, sag ich mal. Ich meine, gut, okay, bei Transformer finde ich es auch mal geil, wenn die sich so schnell verwandeln. Aber die besten Szenen sind doch echt in Transformer 1, wenn man sieht, wie alles sich gemütlich aufbaut. Ja, das stimmt schon. Ich meine, in den späteren Teilen. Da springen die einfach und zack sind sie in ein Auto. Und im ersten Teil macht's noch zack, 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 zack. Sieht man jede einzelne Kleinigkeit und das sieht einfach geil aus. Wesentlich cooler, das stimmt. So, Motor funktioniert, die drehen sie nur falsch rum. Warte mal. Welchen drehe ich denn? Drehen wir mal den hier, weiß ich gerade nicht. So, Lapo, bist bereit? Für. Kann natürlich sein, dass ich jetzt gleich rückwärts fahre, wenn ich was falsch eingestellt habe. Are you ready to rumble? Ich komm gucken! Ich habe gedacht, die werden dann auch drin versteckt. Ach, verdammt. War klar, falsch rumgedreht. Einmal so rum. Du hast doch extra Pfeile auf den Dingern drauf. Ja, aber wenn die oben sind, dann sieht man das nicht, weißt du. Okay. Ich hätte einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Oh ja, der dreht sich kaum. Ja, deswegen habe ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Ich würde Gelenke, für die Lenkung würde ich außen an den Armen festmachen und nicht oben. Nicht ja. Oben. Ja. Ja. Ist vielleicht besser, hast recht. Ja, aber das Ding ist halt, dann musst du halt alles nochmal einstellen. Nee, musst doch nur unten abändern. Dass es oben sich dreht, kann ich ja einfach ausschalten. Ja, das stimmt, ja. Aber die Verwandlung ist doch ganz nett. Ja. Ach so, der hängt am Schalter, ne? Wie der hängt am Schalter. Fahren die jetzt nicht noch, fahren die, wollten, sollen die jetzt nicht noch einfahren, so? Also nach innen einklappen? Das geht nicht. Doch klar. Ja, nee, ich meine von der Funktion her. Achso, stimmt, warte mal, stimmt, ich hab das voll vergessen. Ja, danke, danke. Ja, stimmt. Bitte, bitte. Jetzt, das sehe ich gerade, die habe ich noch gar nicht konfiguriert, dass die einklappen. Ja.
Stimmt ja, das war hier, was ist es denn? Rot. Aber das ist jetzt nicht der gedrückte Zustand. Ist es der gedrückte Zustand? Nein, ist es nicht. Okay. Rot 1 und 2 blau, oder? Ja. Okay, rot 1. 2 blau. Hast du den Controller geändert, weil du die ganze Zeit von rot und 1 redest und... Ja klar. Schalter, Dreher 1 soll rot drehen, ins Negative. Ach so. Ach ja, ja, okay, ja. Na? Dann, nee, dann habe ich nichts gesagt, ja. So, Räder 1 sind eingeklappt, ne? Passt. Okay. Hinten, so. Gleiches Spiel, 1 blau, 2 rot. 1 blau, 2 rot. Jetzt passt's doch, jawohl. Gut, dass du gesagt hast, jetzt sieht's nämlich tausendmal besser aus. Sollte jetzt auch funktionieren. Oh, das sieht doch ganz schön kritisch aus. Ich hätte es als Extra-Schritt gemacht. Also ja, erst ich Räder einklappen und dann Räder unten einklappen. Ja, ich glaube, das werde ich auch zeitgesetzt machen. Macht am meisten Sinn. Sonst ist es hier voll das Gewackel, ey. Okay, das heißt alles... Oh, um Gottes Willen. Wir müssen quasi... Quatsch. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Mal. Das kommt weg. So. Das Ganze so. Und so. Passt. Hier machen wir gleiches Spiel. 270. 270. Kann sein, dass ich die vielleicht auch hier hinsetze. Dass wir dann drei Schritte haben bei der Transformation. Gucken wir mal. Jawohl, die klappen erst hoch. Nachdem sie hochgeklappt sind, fahren sie aus. Nee, das passt so, das ist gut. Bloß müsste ich jetzt... Oh, ich müsste jetzt ein... das hast du ja gelöst, das Problem. Lapo. Mhm. Wie ist denn das, wenn, ich sag mal zum Beispiel, die hinteren Reifen werden angetrieben durch einen Schalter. Und die vorderen Reifen werden angetrieben durch einen zweiten Schalter. Wenn, ich sag mal, die vorderen Reifen nicht geschalten sind, sind die dann wie eine Bremse? Also drehen sich gar nicht? Oder drehen sie sich trotzdem mit, wenn von hinten Antrieb kommt? Weißt du das? Wenn du die irgendwo angeschlossen hast, dann drehen sie sich nicht mit. Dann sind sie fest. Dann blockieren sie quasi. Genau, ja. Schade. Mein Gedanke war jetzt, okay, hintere Reifen lasse ich nach vorne laufen, vordere Reifen lasse ich nach hinten laufen als Vorwärts-Rückwärtsgang. Aber dann geht das so nicht, okay. Gut, du machst das natürlich mit Antrieben, mit Düsen. Ja. Alter Düsen-Heini. Ja, das wird halt auch ein Hochgeschwindigkeitszug, deswegen... Ja, meiner wird ein kleiner putziger Zug. So, und du hast mir den Tipp gegeben, das blockiert hier, der Schalter blockiert, hast du gesagt. Das schwäbische Eisenbahn, ne? Das schwäbische Eisenbahn. Uff, der schwäbische Eisenbahn. Ah, der, wir haben ja gestern TTT aufgenommen und da hat der Munchkin angefangen. Weil wir haben so eine Eisenbahn, jetzt darf ich nicht rumspoilern, ist egal. Wir haben gestern bei TTT in der Eisenbahn mitgespielt, die war sehr lustig. Okay. Und, fröhlich wie er ist, angefangen zu singen. Uff. Wer hat gesungen? Der Munchkin. Wer ist Munchkin? Ich kenne den Typen nicht. Ja, ein Freund. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall, der Typ. Okay. Hui. Oh je. Ich euch auf jeden Fall mal bei YouTube angucken. Oh Gott. Mal gucken, ob ich mich mit meiner Transformation auch aufrichten kann. Teilweise aber nicht ganz. Schade.
Ja, okay. Aber der Grundgedanke ist vorhanden. Das testen wir jetzt doch einfach mal. So. Ich glaube, du musst mir mal die Save-Datei schicken, dass ich nachher weiterzocken kann. Ja, das ist kein Problem. Ja. Also, ich muss nachher noch was anderes machen. Wenn du erstmal weg bist und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir heute Abend Bock weiter zu spielen. Na, ich komme leider erst Sonntag wieder. Ach so, du bist das ganze Wochenende weg, oder was? Ja. Wobei ich, also sagen wir mal so, ich werde ja abgeholt. Und ich werde aber erst ich glaube zwischen 19 und 20 Uhr abgeholt. Okay. Aber, also ich bin nachher weg. Deine Freundin holt dich ab, oder was? Ja, mein Kacheln ist er futsch. Ja. Und ich gehe also nachher... Aber erstes Mal kommt dein Vater und will dir ein Auto kaufen. Ja, aber ich kann es nicht gleich mitnehmen. Das muss dann erst noch gewartet werden und nicht repariert werden, aber halt unter die typischen Werkstattarbeiten. Es muss fit gemacht werden, weil das steht ja schon eine Weile darum. Okay. Ihr guckt natürlich, bevor ihr ein Auto kauft. Hui! Scheiße. Okay, okay.